Victoria's Secret Model. Flacher Bauch, schlanke Beine. Ich verrate dir jetzt, wie auch du einen Körper bekommen kannst wie ein Victoria's Secret Model. Du erfährst, was du essen musst, wie viel Sport du machen musst und was wirklich das Geheimnis ist, um eine schöne Bikini-Figur zu bekommen. Fangen wir direkt an. Da draußen gibt es hunderte Victoria's Secret Models. Wir nehmen mal einfach das Beispiel von einer der bekanntesten, und zwar Adriana Lima. Adriana Lima wiegt ungefähr so 55 Kilo, hat eine Maße von 86, 61, 90, hat natürlich einen sehr, sehr flachen Bauch, sehr schöne, schlanke Beine. Ihr seht hier ein Bild von ihr. Wenn du natürlich so aussehen willst wie ein Victoria's Secret Model, müssen wir natürlich erstmal schauen, wo du startest. Nehmen wir mal beispielhaft die Marie. Die Marie startet beispielhaft mal hier bei 70 Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, die Marie hat einen ganz normalen Körper, ganz normalen, schönen Körper, 70 Kilogramm Körpergewicht, normalen Bauch, normale Beine etc. Zwischen diesen 55 Kilogramm von der Adriana Lima und den 70 Kilogramm von der Marie entstehen also quasi 50 Kilogramm Unterschied auf der Waage. Das heißt, auf der Waage sind schon mal 50 Kilogramm, die abgenommen werden müssen. In der Realität sind es aber auf jeden Fall mehr Kilogramm an Fett, die du verbrennen musst, weil du auch eine gewisse Grundmuskulatur aufbauen solltest. Gerade am Bauchbereich, an den Beinen etc. Du siehst hier nochmal das Bild. Das heißt, du musst diese Grundmuskulatur auf jeden Fall aufbauen. Dementsprechend solltest du nicht nur 15, sondern einmal so 16, 17, 18 Kilogramm an Fett verbrennen und nochmal so 2, 3 Kilogramm Grundmuskulatur aufbauen. Gerade an den Armen, ne, dass ja nichts mehr wackelt, dass alles schön straff wird. Bauchbereich, unterer Bauchbereich, Beine, Taille, Po. Das ist sehr wichtig. Das heißt, 16, 17, 18 Kilogramm mit Fett verbrennen und 2, 3 Kilo Muskulatur aufbauen. In der Regel, wenn du bei beispielsweise 70 Kilo startest, wäre ein Zeitraum von 3 bis 6 Monaten realistisch. Plus, Minus. Kommt natürlich auf viele Faktoren an. Für manche mehr, für manche ein bisschen weniger. Je nachdem, wo du startest. Vorab natürlich diese Tipps, die ich dir jetzt geben werde, um so einen Körper zu bekommen wie ein Victoria's Secret Model, die funktionieren wirklich. Ich will aber direkt mal sagen, dass niemand gezwungen ist, so einen Körper bekommen zu wollen. Jeder ist schön in seinem Körper, den er hat. Und das gilt nur für die Leute, die wirklich sich nicht wohlfühlen und sich noch ein bisschen verändern wollen. Aber kein Körper ist besser oder schlechter als der andere. Jeder, wie er mag. Fangen wir mit dem Sport an. Wie oft und wie viel Sport muss man eigentlich machen, um so auszusehen wie ein Victoria's Secret Model? Die Wahrheit ist relativ wenig. Denn wenn wir uns mal den Körper hier anschauen, nochmal von der Adriana Lima beispielhaft, sehen wir, wirklich viel Muskulatur ist da nicht da. Nur so ein bisschen Grundmuskulatur. Das heißt, du musst nicht mal ins Fitnessstudio gehen. Das geht auch zu Hause erfahrungsgemäß auch so ein- bis dreimal die Woche mit dem eigenen Körpergewicht ist absolut realistisch. Je nachdem, was du machst und wo du startest, musst du auch nicht mal Cardio machen oder großartig joggen gehen, sondern du solltest einfach schauen, dass du eine grundlegende Bewegung in deinem Alltag drin hast. Was natürlich wichtig ist, ist der Bauchbereich. Das heißt, gewisse Bauchübungen solltest du schon einbauen, damit du diese leichte Bauchmuskulatur bekommst, ein bisschen an den Beinen, ein bisschen am Oberkörper, aber alles im sehr gesunden Maße. Das heißt, wirklich viel Zeit beansprucht das Training für dich nicht. Wichtiger hier ist natürlich viel, viel mehr die Ernährung. Die muss dementsprechend viel besser passen. Um wirklich dieses Fett zu verbrennen, das heißt ungefähr 15 Kilo, in manchen Fällen natürlich ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, brauchst du natürlich die richtige Ernährung. Das heißt, du musst weniger essen, als dein Körper auch verbrennt. Nur dann wirst du Fett verbrennen. Das heißt, du solltest natürlich darauf achten, dass du eine Ernährung hast, die auch einigermaßen gesund ist. Solltest aber auch hier und da noch was Leckeres einbauen, denn wenn du ja nur gesund isst, dann würde ich das irgendwann demotivieren und frustrieren. Im Hinblick darauf, dass die Victoria's Secret Models schon relativ wenig Fett haben, das heißt Körperfettanteil von 15-20% plus minus, solltest du natürlich darauf achten, dass du gegen Ende hin relativ wenig isst, muss halt so sein. Nur dann wirst du wirklich auch dieses letzte Fett am Bauchbereich wegbekommen, an den Beinen, an den inneren Oberschenkeln etc. Die ganzen Kalorien, Protein etc. mit allem drum dran ist natürlich individuell. Es kommt darauf an, wo du startest und was du für einen Körpertypen hast, wie dein Alltag aussieht und so weiter. Da lässt sich keine pauschale Aussage treffen. Wichtig ist aber, und das stimmt immer, du solltest nicht zu wenig essen. Denn wenn du zu wenig isst, dann wirst du zwar innerhalb von einer kurzen Zeit einiges auf der Waage verlieren, aber irgendwann wird dein Körper stoppen, er wird streiken sozusagen und wird erstmal auf den Einschlafmodus schalten, damit einschlafen sozusagen, obwohl das gar nicht passiert. Aber im Grunde genommen wirst du nicht mehr abnehmen. Du wirst einfach deine Muskulatur, die du noch hast, verlieren und das Gewicht wird auf der Waage nicht mehr runtergehen, obwohl du die Kalorien reduzierst, obwohl du wenig isst, obwohl du verzichtest. Deswegen macht es hier Sinn, eine grundlegende Bewegung in deinen Alltag einzubauen, damit du mehr Kalorien verbrennst und eine Ernährung zu haben, die dafür sorgt, dass du wirklich relativ wenig isst, aber trotzdem deinem Körper noch
noch die wichtigen Nährstoffe zur Verfügung gibst, dass er weiß, ihm geht es gut und er kann wirklich gesund Fett verbrennen. Und mit wenig Essen meine ich jetzt nicht nur noch Suppe essen oder Gemüse essen. Du kannst immer noch normale Lebensmittel essen, wie Nudeln, wie mal ein Burger, wie mal ein Eis, mal eine Pizza. Das ist vollkommen okay, alles im gesunden Maße natürlich. Du musst nicht hungern. Wenn du hungerst, dann machst du was falsch. Bei der Ernährung solltest du grundsätzlich darauf achten, möglichst wenig Fett zu konsumieren, aber auch nicht zu wenig, denn Fett ist auf jeden Fall gesund. Fett brauchst du auch, das heißt gesunde Fette aus zum Beispiel Avocado etc. Musst natürlich aber aufpassen, weil sowas wie Avocado und Nüsse hat relativ viele Kalorien. Also alle fettigen Sachen haben relativ viele Kalorien. Solltest darauf achten, dass du genügend Eiweiß zu dir nimmst, dass du deine Muskulatur hältst. Und bitte nicht zu wenig essen, sonst bekommst du wirklich nur Heißhungerattacken und du hältst es nicht langfristig durch. Ich kann dir auch schon mal zum Training verraten. Diese ganzen Workouts, die du da draußen vielleicht siehst, auf Instagram, auf YouTube, diese Workouts, um flachen Bauch zu bekommen, schlanke Beine zu bekommen, die werden alle in dem Maße nicht funktionieren. Die sind auf jeden Fall nicht notwendig. Klar kannst du sie machen, wenn du es machen willst, wie zum Beispiel Workouts von Pamela Reif, aber die effektivsten sind sie meist nicht, weil sie einfach nur Kalorien verbrennen. Es ist aber eine so geringe Menge, dass du es auf sehr, sehr leichte Weise durch die Ernährung viel besser und entspannter hinkriegst. Denn sagen wir mal ganz ehrlich, hast du Bock für das ganze Jahr irgendwelche Workouts zu machen, wo du komplett am Schwitzen bist, die gar keinen Spaß machen und einfach nur Zeit konsumieren und dich einfach nur demotivieren und frustrieren? Weil wenn du es nicht langfristig durchhältst, dann wird sich gar nichts mehr tun. Gerade wenn du zu einem Körperfettanteil kommen willst, der sehr, sehr gering ist, einem wirklich sehr flachen Bauch und sehr schlanken Bein, dann musst du natürlich ein Konzept haben, im Hinblick auf die Ernährung, auf das Training, was es dir erlaubt, auch langfristig durchzuziehen. Weil wenn du nicht langfristig durchhalten kannst, dann ja, kommt irgendwann die Demotivation und dann gibst du auf. Und dann bist du vielleicht noch 5 oder 10 Kilo von deinem Ziel entfernt und schießt wieder sofort wieder nach oben. Und das ist dann noch schlimmer als vorher. Deswegen schau, dass du wirklich eine gesunde Ernährungsumstellung hast, die auch für dich machbar ist und durchhaltbar ist. Wichtig ist auch, es gibt keine Lebensmittel, die erlaubt sind und keine Lebensmittel, die nicht erlaubt sind. Alles ist theoretisch erlaubt, wenn es deinem Körper die individuellen Nährstoffe gibt, die du brauchst. Du siehst vielleicht auf Instagram, YouTube, in Zeitschriften immer gesunde, clean, healthy foods mit einfach gesunden Lebensmitteln. Die sind gesund, vollkommen super, aber gesund ist nicht gleich gut fürs Abnehmen oder um einen flachen Bauch zu bekommen. Denn Nüsse und Avocado und Honig ist auch gesund, hat aber sau viele Kalorien. Genauso wie Haferflocken oder diese ganzen Haferflocken, Nuss, Dattel, Riegel. Die sind saugesund, haben aber auch viel mehr Kalorien als ein Snickers zum Beispiel. Dementsprechend fürs Abnehmen wäre es sogar besser, wenn du das Snickers essen würdest, anstatt diesen gesunden Nussriegel. Verwechsel also bitte nicht gesund mit gut fürs Abnehmen. Du brauchst eine Ernährung, die für dich passt, die in deinen Alltag reinpasst. Das Ganze ist natürlich immer sehr individuell. Deswegen, wenn du jetzt wissen willst, was du essen solltest, wie du dich ernähren solltest und wie viel du abnehmen musst, um seinen Körper zu bekommen, wie ein Victoria's Secret Model, dann lass dir gerne von uns helfen. Geh gerne hier mal auf den Link unten in der Videobeschreibung www.henryzell.com. Da sprichst du mit mir persönlich in einem ersten kostenlosen Gespräch über deine Situation. Wir schauen, wo du stehst und was dein Ziel ist und wie wir dir eventuell mit dem Coaching helfen können, auch deinen Traumkörper zu erreichen. Deswegen, wenn du einen flachen Bauch bekommen willst, mach dieses Erstgespräch www.henryzell.com. Klick unten einfach den Link in der Beschreibung, mach das Erstgespräch und dann hören wir uns da. Viel Spaß, dein Henry und ciao.